Liebe Leute, wir haben ja einen Kommentar bekommen, von dem ich ausgehe, dass er wieder irgendwie mit unserer Stalkerin zu tun hat. Wenn aber nicht, was ich mir kaum vorstellen kann. Ja, es ist richtig, in Köln hat man uns auch schon weggejagt, weil wir vor der Polizeiwache diesen Flyer aufhängen wollten, das ist schon richtig. Aber wenn ich ehrlich bin, wir haben es nicht geglaubt, weil ja ganz Deutschland immer wieder mal ihre Katzen suchen und auch der, was weiß ich, alle möglichen Leute Werbung machen und wir sind davon ausgegangen, die wollten uns einfach nur wieder schikanieren. So, wir haben aber gestern Abend das erste Mal nachgegoogelt und anscheinend ist es richtig. Allerdings stimmt das nicht, was die DSW gesagt hat, denn laut Internet, laut diesem Paragraphen, ist es auch verboten, seine Katze zu suchen. Und der Zirkus macht sich auch wirklich strafbar, das ist anscheinend richtig, die DSW sagt aber, es geht um den Inhalt. Das heißt, wenn man seine Katze sucht, ist das in Ordnung, wenn man gegen Korruption ankämpft, ist es aber verboten. So, also natürlich schwachsinnig, ja. Es ist meiner Meinung wieder klar, das kommt wieder von unserer Stalkerin. Weil alle Leute sehen hier, was los ist. Alle Leute, mit denen wir im Dorf gestern gesprochen haben, die waren positiv eingestellt uns gegenüber. Und das Einzige, was bei YouTube kommt, ist entweder der nette Herr, der uns auch nochmal einen schönen Urlaub gewünscht hat, als wir da waren. Und ansonsten kamen immer nur Negativkommentare und ich glaube nicht, dass die von den Leuten kommen, weil warum? Hat doch keiner einen Grund, so sowas zu machen. So. Und ja, bei dem ersten Flyer, den ich dann aufgehängt habe, ja, wollte man uns anzeigen. Wie gesagt, wir haben es aber nicht geglaubt. Ich hoffe, liebe Stalkerin oder Anhang, kann ja auch sein, dass das ihre Freunde sind, die da schreiben, wollten wir gerne mal darauf antworten und ich hoffe, sie sind jetzt zufrieden. Ansonsten, wir können gerne noch 50 Videos hochladen. Fakt ist aber, wir werden uns deswegen nicht unterkriegen lassen. Wir werden dann die Werbung halt anders machen. Legal. Und wir werden uns jetzt vorher informieren, da wirklich keiner von uns beiden auf die Idee gekommen ist, dass es illegal ist, seine Katze zu suchen. Gut, alles klar. Wir gehen in die nächste Runde. Bis später.